Nach der starken Rallye ist es seit Anfang August in etwa an den Aktienmärkten irgendwie der Wurm drin aus, wie ich denke, zwei maßgeblichen Gründen. Erster und vielleicht wichtigster Grund ist die Vorstellung, dass wir es mit einem Goldilocks-Szenario haben, in dem die Inflation fällt, in dem die Wirtschaft super gut bleibt und gleichzeitig die Fed die Zinsen senkt. Die hat sich so ein bisschen zerschlagen. Die Erwartung ist nun, dass die Zinsen länger hoch bleiben. Das ist das, was die Fed eigentlich immer gesagt hat, die Märkte aber nicht geglaubt haben. Das ist der Hauptshift. Sozusagen im Sentiment der Märkte diese Zinserwartung, Kapitalkosten, Kapitalmarktzinsen, die hoch bleiben, die damit zeigen, wie hoch bewertet die US-Aktienmärkte sind. Besonders diese Magnificent Seven, die alle mehr oder weniger abgeschmiert sind, bis auf Nvidia, die ja am Mittwoch ihre Zahlen erbringen wird. Dann wird man sehen, was da passiert. Und das, der zweite große Belastungsfaktor, China. Nachdem diese sich erträumte Erholung, dieser Boom, den man nach Öffnung, nach Wiedereröffnung, nach den Lockdowns erwartet hatte, alles andere als eingetreten ist. Warum ist der nicht eingetreten? Weil China strukturelle Probleme hat. Im Grunde das Wachstum über den Immobilienmarkt generiert hat, da eine Blase entstanden ist, die man nicht mehr weiterfüttern kann. Und Chinas Regierung jetzt in der schwierigen Situation, entweder Stimulus, dann hast du eine Yuan-Abwertung. Wenn du den Stimulus nicht machst, dann hast du ein Problem. Übergeordnet, dann kriegst du eben dieses Wachstum nicht mehr hin. Das ist sozusagen nur noch auf Pump finanzierbar in einer Bevölkerung, die ja deutlich abnimmt. Schauen wir uns die fürchterlich bullischen Entwicklungen mal an, meine Damen und Herren, denn es gibt auch bullische Dinge. Und da Sie wissen, dass ich der bullischste unter der Sonne Wandelnden bin, daher will ich gleich mit diesen bullischen Aspekten natürlich anfangen. Zunächst mal sehen wir auf Tagesbasis, der S&P 500 eine wichtige Unterstützung zunächst mal gehalten, der VIX an einem wichtigen gleitenden Durchschnitt angekommen, dort abgeprallt und dann mit so einer Umkehrkerze. Also rein von der Konfiguration, von der Charttechnik könnte man sagen, ist die Chance auf eine Erholung relativ gut. Wenn wir jetzt mal gucken, was die Insider machen im Tech-Bereich, XLK ist das Tech-ETF. Und hier sehen wir, die sind ziemlich deutlich am Kaufen, was die Geschwindigkeit hier betrifft. Corporate Insider Velocity, also die Geschwindigkeit der Käufe von Insidern im Tech-Bereich, die ist ziemlich hoch, die ist ziemlich deutlich nach oben gegangen. Die denken also, vielleicht ist diese Rallye doch ein bisschen übertrieben. Nächster bullischer Punkt, meine Damen und Herren, und es werden noch viele, viele bullische Punkte folgen. Hier Sven Hendrik, der es zeigt, der Dow Jones hat seine Trendlinie gesaved erstmal. Da hatten wir so eine umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter, die sich dann nach oben aufgelöst hat. Jetzt dieser Rücksetzer, aber wir sind jetzt an dieser Trendlinie, die seit dem Tief aus letztem Oktober verläuft. Das haben wir erstmal gehalten. Gucken wir uns mal Smart and Dump Money an, was mehr oder weniger ein Synonym ist für institutionelles Geld und Geld von Privatkunden. Normalerweise sagt man, die Institutionellen sind schlauer. Ist nicht immer der Fall. Wir sehen, dass manchmal die Privatinvestoren durchaus ein gutes Timing haben, zum Beispiel als sie all-in gegangen sind, als die Fed die Zinsen auf Null gesenkt hatte wegen Corona. Jedenfalls sehen wir hier, die schwarze sind die Einzelhandels, also sind die Privatkunden, ist also sozusagen das kleine Geld und die waren total euphorisch lange Zeit und diese Euphorie ist total abgestürzt, während die Dickfische, hier die blaue Linie unten, die waren lange überhaupt nicht euphorisch, die werden aber jetzt langsam optimistischer. Mal sehen, was uns das zu sagen hat. Jedenfalls merken wir, dass der Stimmungseinbruch vor allem eben bei den Privatinvestoren passiert. Dann etwas anderes, was Sven Hendrik entdeckt hat, und das finde ich wirklich erstaunlich. Wir sind ja ziemlich überverkauft in vielen Parametern im kurzen Zeitfenster. Aber Sven Hendrik hat gezeigt, dass wir das auch in den Jahren 1999 waren, im August nämlich, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 und eben jetzt. Und jedes Mal kam danach dann eine Rallye, hatten wir dann die Tiefs gesehen in diesem August. Die, und das ist die Parallele, die historische Parallele, sind alles Vorwahljahre. In Wahljahren ging es dann meistens nach oben. Nächstes Jahr wird ja in den USA
gewählt. Also damals in jedem August in den letzten, überletzten Wahljahren oder in den Vorwahljahren, da war es immer schlecht, da war es immer praktisch eine Katastrophe und dann ging es deutlich nach oben. Jetzt haben wir ja neben Nvidia als Höhepunkt dieser Woche am Mittwoch, am Freitag die Rede von Jerome Powell in Jackson Hole. Hier sehen wir meistens, nicht immer, aber meistens geht es nach Jackson Hole, nach dieser Notenbankerkonferenz nach oben. Im letzten Jahr, 2022, ging es nach unten, nachdem die Aktienmärkte vorher eine massive Rallye gezaubert hatten. Und der Jerome Powell hat gesagt, das kann nicht gut sein, denn das schürt Nachfrage. Die Leute fühlen sich reicher, konsumieren mehr, haben mehr Nachfrage. Nachfrage bringt dann Inflation mit sich. Also hat er eine scharfe Rede gehalten, die er dann kurz vorher noch extra abgeändert hat, um die Aktienmärkte zu erschrecken. Das gelang, bis Oktober fielen dann die Kurse. Also, aber meistens, in den meisten Jahren ist das sehr positiv, wenngleich der September natürlich ein schwieriger Monat für die Aktienmärkte ist. Nächstes bullisches Argument, meine Damen und Herren, und Sie sehen, ich habe einiges im Köcher in Sachen Bullishness, das ist die Shortquote. Hedgefonds haben jetzt ETFs so stark geschortet wie seit September 2020 nicht mehr, also seit praktisch 3 Jahren. Und das ist dann schon mal eine Hausnummer. Wir sehen also, dass hier viele Short stehen. Wir haben heute ja den ersten Tag nach dem kleinen Verfall von Optionen am Freitag. Da könnten die Market Maker viele Absicherungspositionen auf der Short-Seite praktisch geschlossen haben oder die werden geschlossen, die sind nicht mehr nötig, weil diese Optionen eben verfallen sind. Gleichzeitig sehen wir ziemlich hohe Short-Positionierungen inzwischen in vielen Bereichen. Übergeordnet ist von einer Short-Position noch nicht viel zu sehen, je nachdem, wo man guckt. Es gibt systematische Strategien, Discretionary Investors. Und overall sehen wir, dass da schon noch immer eine ziemlich hohe Investitionsquote ist. Wir sehen vor allem, dass hier systemische und diskretionäre Ansätze nach wie vor relativ stark investiert sind, aber es hat sich doch deutlich abgebaut, wie wir hier in dieser Grafik sehen. Also der Rücksetzer, diese bisherige Korrektur, die hat doch einige schon aus dem Markt gespült, die dann gesagt haben, so jetzt reicht's mir. Und natürlich, wenn ich Investor bin und ich sitze dann auf super Gewinnen und merke, das wird immer weniger, dann werde ich langsam nervös. Ein wichtiger Punkt ist natürlich daran, dann meine Damen und Herren, also das, was mit den Kapitalmarktzinsen passiert, denn die machen ja faktisch Geld teurer oder billiger. Jetzt sehen wir haben hier bei der 10-jährigen US-Staatsanleihenrendite einen Höchststand, jetzt einen Verlaufshoch bei 4,33% gemacht. Wir sehen im linken Chart, dass wir schon oben im RSI eine bärische Divergenz haben. Wir sehen im rechteren Chart, hier sehen wir mal das Ganze mit dem Bollinger Band und wir sind also weit über dem Bollinger Band. Das bedeutet, wir sind da schon ein bisschen überspannt, was Rendite betrifft. Normalerweise, lange war das entkoppelt, zuletzt hat es sich wieder gekoppelt, dass die Aktienmärkte negativ auf steigende Renditen reagieren und positiv auf fallende Renditen. Also hier könnte bald ein Rücksetzer bei den Renditen anstehen, das könnte den Aktienmärkten helfen. Dann sehen wir, dass jetzt eben doch immer mehr Geld auch in Anleihen fließt, eben weil hier die Verzinsung inzwischen so richtig hübsch ist. Die realen Renditen für die 10-jährige Staatsanleihe sind jetzt mit plus 2% so positiv wie seit März 2009 nicht mehr. Das heißt, ich bekomme echte Rendite selbst nach Abzug der Inflation und damit ist dieses Motto There is no alternative, Tina, nicht mehr wirklich gegeben, denn da ist die Alternative bei 3-monatigen US-Staatsanleihen weit über 5%, in Geldmarktfonds über 5%. Das sind natürlich Safe Investments, die dann, wenn jetzt der Optimismus nicht mehr so da ist, die Sicherheit nicht mehr so da ist, dass Aktien immer steigen, natürlich immer attraktiver werden, gerade mit den Anleihen, da hat Ray Dalio jetzt gesagt, also wir können natürlich die Zinsen, die Kapitalmarktzinsen, die Renditen steigen lassen und damit praktisch immer mehr und mehr der Ersparnisse der Welt anziehen, aber wir würden damit unseren Aktienmarkt crashen und unseren Hausmarkt. Die Fed müsste dann letztendlich wieder anfangen, Anleihen zu kaufen. Derzeit passiert ja das Gegenteil. Die Fed lässt Anleihen auslaufen, daher reduziert sich die Bilanzsumme. Und gleichzeitig die US-Regierung mit immer krasserer Verschuldung. Anleiheemissionen werden regelmäßig nochmal ausgeweitet, noch mehr Anleihen kommen auf den Markt. Das hat die Rendite natürlich unterstützt. Und jetzt die Frage, was ist, mal gucken, ob ich hier was übersprungen habe. Nee. Die Frage, was ist jetzt mit der Fed? Am
wir die letzte Zinsanhebung gesehen oder passiert im September oder im November nochmal was durch die US-Notenbank? Jetzt hier interessant, wenn man mal zurückgeht bis zum Jahr 1974, dann war die Zeit nach der letzten Zinsanhebung und die war ja im Juli. Ja? Vielleicht war es die letzte, wir wissen es nicht. Jedenfalls, wenn es die letzte gewesen wäre, dann würde man sehen, dass die letzten Zinsanhebungen oder die Zeit nach der letzten Zinsanhebung in einem Zinsanhebungszyklus besonders negativ für die Aktienmärkte ist. Durchschnittlich verliert der Dow 4,5% in den 3 Monaten nach der letzten Zinsanhebung. Jetzt haben wir nach 6 Monaten sogar 6,5% Minus. Also 3 Monate 4,5% Minus, 6 Monate 6,5% Minus. Und wir haben jetzt seit dem Hoch am 26. Juli beim Dow 2,8% verloren. Also mit anderen Worten, die Zeit nach der letzten Zinsanhebung ist nicht positiv für die Aktienmärkte. Aber wir wissen natürlich noch nicht, ob es denn wirklich die letzte Zinsanhebung war. Gegen das bullische Narrativ, ich zeige es dir diese Charts ungern, meine Damen und Herren, Sie verstehen das wahrscheinlich aus meiner bullischen Grundüberzeugung, sehen wir, dass in der S&P 500 durchaus auf Wochenbasis unter seinen Aufwärtstrend gefallen ist. Wir sehen in China eine ausgewachsene Krise am Immobilienmarkt. Wir sehen bei den Amerikanern sind die Ersparnisse aus der Pandemie fort. Wir sehen, dass wahrscheinlich die verzögerten Effekte der Zinspolitik, wie Michel Arouet hier richtigerweise schreibt, wahrscheinlich dann einen negativen Einfluss haben würde auf die Kreditmärkte, auf so viele Punkte. Wir sehen, dass die neuen Jobs, die jetzt noch entstehen in einem sich derzeit schon abschwächenden US-Arbeitsmarkt, dass das meistens in ganz Niedriglohnsektoren ist. Und wir haben natürlich diese Commercial Real Estate Problematik, vor allem bei Büroimmobilien. Geringe Auslastung führt zu Preisverfall. Viele Banken sind da massiv investiert und engagiert. Und wir haben natürlich noch als einer der großen Rallye-Motive den KI-Boom, die KI-Blase. Blase deswegen, wie ich es genannt habe, weil alles gestiegen ist, wie damals bei der Internetblase, wo alles, was Internet drauf stand, gestiegen ist. Die wenigsten haben überlebt. Das wird diesmal auch so sein, dass manche Geschäftsmodelle sogar kaputt gehen. Einige werden profitieren. Nvidia-Fragezeichen. Hier sehen wir mal diesen Vergleich nochmal zwischen dem AI-Boom, also der Aktie von Nvidia und damals, was mit Krypto passiert ist, als die Fed die Zinsen auf Null gesenkt hat. Und wenn wir uns mal die Dickfische anschauen, die großen Tech-Aktien, dann ist Nvidia die einzige, die charttechnisch noch nicht wirklich kaputt ist, anders als etwa eine Apple, die unter alle gleitenden Durchschnitte durch ist, eine Tesla, die unter alle gleitenden Durchschnitte durch ist. All diese Aktien können sich in einem technischen Bounce erholen, gar keine Frage, aber die Charts sehen übergeordnet schon schwer angeschlagen aus. Bei Nvidia ist das noch nicht der Fall. Wir werden sehen, ob es nach den Zahlen am Mittwoch dann der Fall sein wird. Und hier hat Benedict Evans mal hier gesagt, also ich nutze ChatGPT 3.5 und 4 seit einem halben Jahr intensiv. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch wirklich keine Anwendung gefunden, die für mich jetzt wirklich nötig, wirklich nützlich ist. Und da ist einfach eine gewisse Fehlerhaftigkeit noch da und vor allem, was wir derzeit ja sehen, ist, dass die Hoffnung auf das schnelle Geldverdienen mit KI sich zerschlagen hat, etwa Palantir, etwa andere, die sozusagen nicht wirklich in der Lage sind, jetzt das zu monetarisieren. Nvidia ist sozusagen in einem Goldgräberrausch derjenige, der die Schaufeln verkauft und kann da noch profitieren, auch wenn die Goldgräber kein Gold finden, aber der Schaufelverkäufer kann immer noch ganz gut leben. Die Frage ist, wie lange noch? Die Budgets bei großen Konzernen werden alle runtergefahren aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, aber sei es drum, vielleicht ist das hier, ist dieser Benedict Evans so ein bisschen der Kanarienvogel in der Kohlemine, der also zeigt, ups, wir sehen ja auch, dass da etwas schwieriger wird, wir sehen ja auch, dass das Interesse an ChatGPT deutlich abgenommen hat jetzt. Seit einigen Monaten. However, interessant dann das, was mir im FED-Protokoll noch aufgefallen ist, nämlich, da heißt es, dass man hier eben diese Commercial Real Estate Valuations, dass es da Risiken gibt. Und dann spricht man von einigen Banken und anderen Finanzinstitutionen wie Versicherungen. Das heißt, offenkundig sind Versicherungen über Rückversicherungen oder wie auch immer in diesem Commercial Real Estate Bereich stark investiert. Das hat bisher noch so nicht wirklich
glaube ich, ist es in der Allgemeinheit auf dem Zeiger, dass es hier nicht nur um Banken geht, sondern auch um Versicherungen. Mein erster Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man hier auch auf die Risiken hinweist, dass sozusagen auch Geldmarktfonds Probleme bekommen könnten. Jene Geldmarktfonds, die ja so starke Zuflüsse hatten, absolute Allzeithochs, die wir da sehen. Möglicherweise haben die auch systemische Risiken. Das wird von der FED hier im Protokoll angedeutet. Ich habe da noch keine Erklärung dazu, wo deren Risiken genau sind. Aber ich wollte es nur mal gesagt haben, dass Sie das vielleicht einmal perspektivisch im Hinterkopf behalten. Die FED hat jetzt das Problem, dass wir offenkundig sehen, dass der Inflationsdruck jetzt im kurzen Zeitfenster wieder zugenommen hat. Wir haben das beim Philadelphia FED Index gesehen, die Prices paid. Wir sehen die gestiegene Energiepreise, die wahrscheinlich die Inflationszahl für den August dann nach oben treiben werden. Und wir haben eben dann jetzt diese ganze China-Story. China hat jetzt bei den fünfjährigen Laufzeiten die Zinsen nicht gesenkt, was absolut erwartet worden war. Dagegen hat man den einjährigen Zinssatz reduziert um 10 Basispunkte, eigentlich 15 erwartet. Mit anderen Worten, der Fünfjährige wird nicht verändert. Der Einjährige wird zwar gesenkt, der Zinssatz aber nicht so, wie man sich das erhofft hatte. Also China bleibt hinter den Erwartungen zurück, was die Antwort eben auf die Wirtschaftsschwäche betrifft. Man fürchtet wahrscheinlich, den Yuan zu stark zu schwächen. Aber das kontrastiert jetzt sozusagen mit der Absicht, dass man, der formulierten Absicht, dass man den Immobiliensektor retten will. Wir sehen, dass chinesische Aktien jetzt Asien auf ein 5-Monats-Tiefe führen. Und wir sehen auch zum Beispiel Industriemetalle jetzt an einer kritischen Marke. Also das hat natürlich mit China zu tun, Nachfrage nach Rohstoffen. Wird die halten oder bricht sie durch? Wir sehen etwa beim Russell 2000 Equal Weight, bei dem US-Nebenwerteindex, wenn man praktisch jetzt alle Aktien gleichgewichtet, dann wäre dieser Index unverändert. Also es war nicht alles so super bullisch in diesem Jahr und vor allem nicht eben der Immobilienmarkt in China. Hier sehen wir mal chinesische High Yields aus dem Immobilienbereich. Die haben seit Mai 21, wo sie ihr Hoch erreicht hatten, 82% verloren. Das heißt, man sieht hier immer größere Risiken von Zahlungsausfällen. Ja, das wollte ich nochmal gesagt haben, meine Damen und Herren, nicht wahr? Und jetzt drei Empfehlungen abschließen. Was bringt den Goldpreis auf neue Höchststände? Was muss eigentlich passieren, dass Gold jetzt wieder eine richtige Rallye zaubert? Erste Empfehlung, super guter Artikel von Hannes Zipfel. Zweite Empfehlung, was ist mit dem Konsumenten in den USA? Der hat jetzt ein Riesenproblem in diesem Herbst. Das Geld wird weniger, deswegen die Rezession wahrscheinlich. Zweite Empfehlung. Und die dritte Empfehlung, der Stimmungswechsel an der Börse. Kommt jetzt noch mehr nach unten? Wie ist die Ausgangslage, das Big Picture? Also diese drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Ich sage Servus, ciao.